Servus, liebe Wandern, Outdoor- und Bushcraft-Freunde. Ja, ich muss sagen, der Frühling, der ist schon echt was Besonderes. Die Sonne ist gerade da, ist richtig schön warm. Das muss ich jetzt noch kurz ausnutzen, denn dann geht es in den Wald hinein. Ich möchte eine Übernachtung machen. Ja, ich war letztens ein paar Mal auf Scout-Touren und habe festgestellt, es ist noch nicht so das Optimale dabei. Darum bin ich noch einmal wieder an meinem Standardplatz. Könnte langweilig werden. Nein, es ist nie langweilig draußen. Und ich fühle mich da einfach pudelwohl. Das ist eine wunderschöne Ecke da. Ja, möchte bis morgen übernachten. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann bleibt auf jeden Fall dran, dass ihr nichts verpasst. So, wieder am alten Platz. Wunderbar. Ich denke mal, ich muss viel scouten gehen die nächste Zeit, weil hier kann ich nicht mehr bleiben. Es ist die letzte Nacht sozusagen. Also eine Abschiedsübernachtung von meinem ehemaligen Lieblingsplatz. Tolle Zeit war das hier. Respekt. Schöne, viele Erlebnisse gehabt mit Schnee und Regen. Toll. Naja, gut. So, naja, dann werde ich mir viel Zeit lassen jetzt. Ist noch lange hell. So, jetzt geht's wieder los. Die ganze Aufbauerei, Packerei, Auspackerei. Als erstes nehme ich mal mein Stühlchen. Und mach's mir gemütlich. So schaut's aus. Okay, passt. Jo, wie ist denn der Evil-Stock jetzt eigentlich so für mich? Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gepackt, diesmal ganz anders, diesmal viel besser als beim ersten Mal. Und auch die Einstellung habe ich nochmal verändert für den Rücken. Also, wie trägt er sich? Mega gut. Ich habe noch nie, außer bei dem Half-Track, aber so ein gutes Tragegefühl gehabt jetzt für mich. Ich habe ja den TT, den Tasmanian Tiger Trooper Pack, immer sehr gerne gehabt. Aber der war halt schon so, dass der nach hinten gezogen hat und mir auch die Schultern immer verspannt waren danach, nach einer Lauferei. Der war zwar schön kompakt, also von dem her kann man nicht meckern. Tasmanian Tiger würde ich auch jederzeit empfehlen, also diesen Trooper Pack sowieso. Den habe ich ja jetzt, wie lange habe ich den gehabt? Ich glaube, 4 Jahre. Und ja, es geht, man gewöhnt sich an den Rucksack sehr und deswegen kann man schnell packen und auspacken und weiß eigentlich, wo die Sachen sind. Bei dem ist das jetzt ein bisschen neuer für mich und ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ist aber wirklich lohnenswert. Ja, obwohl die Sonne gerade schön rausgeknallt ist, glaube ich trotzdem, dass es heute auf die 0 Grad abends oder nachts zugehen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Das fühle ich an der Feuchtigkeit hier schon, dass es dann nachher anziehen wird. Deswegen ist der Biwaksack für mich noch völlig in Ordnung. Und ich freue mich auf andere Zeiten. Also Katoma oder mal gar nichts mehr vielleicht. Vielleicht einfach nur meinen Stoffbiwaksack, den ich noch immer habe. Ja, eigentlich ist es ja eher so eine Schutzhülle, also gegen Feuer und so, aber es ist mit Moskitonetz. Naja, war ja schon mal beim Atze mit der Tour im Bayerischen Wald zu sehen. Irgendwie so mal wieder rausgehen. Ich habe mal große Lust dazu. So, ich habe alles aus dem Rucksack so ziemlich draußen. Das hier ist auch cool. Witzig, irgendwie so ein Handtuch in so einem Mesh-Sack drin. Dann kann das, wenn es nass ist, auch mal trocknen. Praktisch, echt. Wiegt fast gar nichts.
voll cool. Gute Idee. So, den Rucksack habe ich aufgehängt. Das ist ganz bequem, wenn man da so im Stehen was rausnehmen kann. Aber eigentlich ist alles im Biwaksack oder außenrum. Ich habe alles rausgetan aus dem Rucksack diesmal und ja, da muss er jetzt einfach durch. Ich hoffe nicht, dass ich später aus dem Augenwinkel heraus denke, dass da jemand steht und 10-mal erschreckt in der Nacht. Kann ja passieren. Der Packsack hier vom Schlafsack, den nehme ich dann später für die Schuhe wieder her. Kommt jetzt aber auch erstmal da rein. Also hier ist wirklich alles drin. Lampe, mein Mora und die Pouch, damit ich das sicher und schnell habe und nicht suchen muss im Rucksack. Also alles beim Mann, deswegen mag ich einen Biwaksack so gern oder das Katoma, da kann man das einfach alles hinlegen. Hier die Machete, mein Schlafsack, die ISO. Matte, dann kommt dann die Bundeswehr-Faltmatte noch drunter nachher und da ist das Gore-Tex-Gelump drin. Das ist ausreichend Platz. Ah ja, wenn es zu kalt wird, noch mein Backup hier, die Daunenjacke und Kopfkissen. Aber ist wirklich ganz toll, finde ich, wenn man sein Grusch, ich habe ja früher immer ohne Biwaksack und ohne auch das Katoma draußen gelegen und mir ist das Zeug immer weggerollt oder es war einfach nicht mehr da oder im Rucksack. Das ist eine Gruschelei nachts, das mag ich überhaupt nicht mehr haben. Darum finde ich das klasse. So, kleiner Anfängertipp vielleicht, ganz interessant. Wenn ihr eine Unterlegmatte habt, dann legt die etwas mehr rein. Nicht, dass die hier überragt oder überlappt unten mit dem Tarprand. Wenn es regnet, müsste man das sowieso vielleicht ein bisschen anders abspannen, wenn es stark regnet. Mir ist das jetzt egal, ich habe ja auch den Biwaksack. Aber generell, wenn ihr jetzt einen Regen erwartet und hoffentlich die richtige Wetterseite habt, das sind also Faktoren, die mir jetzt gerade einfallen. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Regen schön von der Seite kommt und das Tarp hält es wunderbar ab. Trotzdem tropft es hier und tropft euch auf die Matte und dann läuft alles zum Schlafsack hin. Habt ihr eine wunderbare Pfütze am nächsten Tag. Also immer aufpassen und immer darauf achten, dass ihr mit dem Rand nicht überlappt. Eher lieber ein bisschen weiter hinten. Jetzt regnet es überhaupt nicht. Drum habe ich das so gemacht. Passt alles gut. Und ja, das ist also ein wichtiger Punkt. Ist mir selber schon passiert und spreche ich auch aus Erfahrung. Ein sehr interessanter Punkt finde ich auch, wenn ihr einen Platz sucht und es wird auch wieder Regen erwartet, dann stecht mit dem Hering mal in den Boden rein und schaut, wie weich das der Boden ist. Dann wisst ihr schon, dass das Wasser da gut absickern kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das sind so kleine Tipps, fallen mir gerade ein. Ja, ich hatte mal Lust darauf, ein bisschen zu erzählen. Ganz gut mit dem Stuhl eigentlich. Kann man auch als Tisch nehmen, wenn man zwei vielleicht dabei hat, noch ein Dreibein oder so. Da hat man einen schönen Tisch. Ist zwar jetzt nicht so robust, ist ja auch nur für draußen. Aber finde ich ganz gut, wenn es ein bisschen höher steht oder wenn man was schneiden möchte. Eine Arbeitsplatte hat hier so. Finde ich echt cool. So, jetzt bin ich ja fertig mit dem ganzen Zeug. Ist alles tipptopp. Sehr früh sogar, es ist erst 4 Uhr, noch viel Zeit, um 19 Uhr wird es ja erst richtig dunkel. Ja, jetzt habe ich mir überlegt, ob ich mich hinlege ein bisschen und runde Döse. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, mache ich nicht. Ich gehe ein bisschen spazieren und nehme mir ein bisschen Holz mit, falls ich doch noch ein Feuerchen machen sollte. Das kann ja nicht schaden. Thank you.
Oh, jetzt habe ich ja doch viel Holz. Ich habe den ganzen Baum da noch, den Toten, gefunden. Absolut klasse. Wer weiß, ob ich es brauche, aber ich habe es mal da. Da muss ich nachher nicht nochmal weg. Ja, jetzt mache ich mir einen Tee. So, ja, schauen wir mal. Ja, 20 nach 5, die Zeit vergeht. Ich trinke jetzt meinen leckeren Ingwertee noch. Dann werde ich langsam ans Essen machen denken. Muss ja auch vorbereitet werden. Na, erstmal Prost, meine Freunde, meine lieben Abonnenten, ach, alle Bekannten. Jeder, der mich kennt, jeden, den ich kenne und jeden, der meine Videos gerne anschaut. Ah, ich liebe Ingwertee. Klasse. Ja, der sitzt hier, der sinkt nicht ein. Endlich habe ich einen gefunden. Dreibein ist cool, ist auch bequem, aber man sinkt halt weg. Das wollte ich eben mal nicht mehr. Und der hier ist echt okay. Mit der Faltmatte drauf, top Sache. Dreht sich ein bisschen, ist ein bisschen schaukelig so, aber nicht mehr, nicht weniger als wie zum Beispiel der Outdat oder sonstige Klappstühle, die man so kennt. Naja, gut. Ich hoffe, der hält noch eine Weile. Und ich genieße jetzt so ein bisschen die Frühlingszeit hier. Vöglein zwitschern gerade so schön. Da höre ich jetzt ein bisschen zu. So, das gibt's heute hier. Schwammerl, eine Zwiebel, Karotten klein geschnitten habe ich vorher schon gemacht, weil die kriege ich hier nicht so klein. Und dann Cashewkerne und last but not least Hähnchenfleisch. Thank you.
So, da kocht es jetzt im eigenen Saft so vor sich hin, bis es durch ist, das Ganze. Diese Ü-Eier da, die sind immer praktisch, ne? Die sind ja bombenfest zusammen. Gut, jetzt freue ich mich aufs Essen dann. So, das Essen ist fertig. Ich hoffe, ich habe es genügend gewürzt. Klasse Geschichte. Überleg gerade nur Gabel oder Löffel. Ich glaube, ich nehme Löffel. Aber aus Kunststoff, damit es nicht zerkratzt hier, die Beschichtung. Ja, so, frisch wird es auch. Ich freue mich dann auf meine zweite Jacke dann. Könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber das ist echt lecker. Mhm. Passt. Nur ein bisschen mehr Salz könnt ihr noch vertragen. Wow. Lecker, lecker. Auch mit den Cashewkernen drin. Jo, dann Mahlzeit. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Nein, Quatsch. Es ist nicht 7 Uhr morgens, aber 7 Uhr abends. Ich gehe noch nicht ins Bett, aber ich habe mich entschlossen, mal ein bisschen hinzulegen. Einfach zu chillen. Ich habe keine Lust mehr zu sitzen. Mir tut auch irgendwie dann der Rücken weh mit der Zeit, selbst bei dem Hocker da. Ja, da muss ich halt einfach mal ein bisschen abliegen jetzt. Ich habe mir alles so außen rum gebaut, kann mir noch einen Tee machen. Das war eine andere Perspektive, als immer vorm Hobo zu sitzen. So hell ist es heute im Wald. Das ist das Licht vom Mond.
Mehr ist es nicht. Wahnsinn, oder? So, brennt wieder außerordentlich gut das Ding. Schön warm. Endlich mal auch die Hände ein bisschen wärmer. Schon recht frisch geworden. Mit dem Feuerchen geht's aber. Einwandfrei, ich genieße jetzt noch den Rest des Abends. So, jetzt werde ich schlafen gehen. Ist ca. 21:45. Das Feuer ist so gut wie aus. Glüht noch ein bisschen, beobachte das noch ein wenig. Und dann freue ich mich auf eine schöne Nacht. Wir sehen uns dann morgen. Bis später. Ciao. Moin Leute, ja, ist noch recht frisch. Kaffeewasser ist on the way. Ich habe ganz gut geschlafen. Ist 8:30. War eine komische Nacht trotzdem irgendwie. Also ich bin zuerst immer wieder mal wegen Tierstimmen aufgewacht. Nicht, dass ich erschrocken wäre oder so, aber es war halt einfach irgendwie, bin ich dann wach geworden jedes Mal. War recht aktiv diesmal. Mein lieber Scholli. Die haben sich gut gehen lassen. Füchse waren da, ach Reh habe ich gehört, alles mögliche. Anderes Piepsgeräusch, Zeugs. Ja, war eine Menge unterwegs, wie gesagt. Ja, und so ab 4 Uhr nachts, ja, um 4 Uhr nachts sowas war das dann. Total abgedreht. Irgend so eine scheiß Party oder sowas. Also man hat die ganze Zeit die Musik gehört und schreiende Leute. War aber anscheinend nicht direkt im Wald, weil nicht weit von hier ist ja eine Ortschaft. Da gab es auch mal eine Diskothek. Ich nehme an, dass das dort gewesen ist. Und irgendwie kam das hier rüber. Das habe ich noch nie erlebt in den ganzen Jahren, wo ich hier war. Das ist ja Wahnsinn irgendwie. Hat mich total genervt. Es war richtig
Es hat das Waldgefühl total zerprügelt eigentlich in dem Moment. Aber es war dann um 6 vorbei. Wahnsinn, ey. Überhaupt so lang. Ich nehme an, die hatten vorher schon was gehabt, aber das hat man nicht so gehört jetzt. Und das kam dann erst so gegen 4 Uhr hier rüber, der Schall. Ja, das fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber naja, so ist es halt. Aber die restliche Zeit war ja top. Hat ja alles funktioniert und der herrliche Mond gestern war ja super. Genau, jetzt werde ich hier erstmal frühstücken und einen Kaffee trinken dann. Tja, alles gepackt, Platz sauber. Für mich war es das jetzt wieder. Ich genieße jetzt die Sonne noch ein bisschen, so herrlich, die kommt gerade raus und top Sache. Mir hat es gut gefallen, trotz paar Kleinigkeiten, aber war trotzdem sehr schön. Ich bin ausgeruht, habe gut geschlafen, soweit.
Terminator ist gepackt, hat sehr gut funktioniert. Langsam komme ich mit dem System sehr gut zurecht. Man muss sich eben dran gewöhnen ein bisschen. Ist alles anders als beim Trooper Pack. Aber ja, klasse. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen hier sitzen, so 10 Minuten oder so. Hätte ich noch einen Kaffee, würde ich noch einen trinken. Habe ich aber nicht. Diesmal habe ich viel gequatscht. Ich hoffe, es war nicht so schlimm und war erträglich. Wenn es euch gefallen hat, geht es mit einem Daumen nach oben. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, lasst mir gerne ein Abo da. Freue ich mich tierisch drüber. Jeder Abonnent zählt. Bin immer recht glücklich, auch von den Leuten, dass so viele Kommentare kommen. Ich kann zwar nicht immer gleich zurückschreiben, aber ich sehe es auf jeden Fall. Ja, tolle Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier mit mir draußen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Genießt die Natur, jetzt gerade im Frühling, die beste Zeit. Macht's was draus, wenn ihr könnt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr nicht krank seid, hoffe ich zumindest. Und dann sehen wir uns hier, meine Lieben, auf meinem Kanal, in der Natur, im Wald, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Servus. Ciao.